Ich hab den besten Job der Welt, trotz Schutt und Schweiß. Kann ich machen, was ich will, alles gut soweit. Doch in allen anderen Rappern wächst der Kuchen ein, weil für mich das größte Stück vom Kuchen bleibt. Sie wissen mich und erfinden Sachen, wollen mir Leute schicken und mich verschicken lassen. Woher geht sie nur den Mut, hier so ein Bild zu machen? Denn das sind alles Kinder, die noch in die Windeln kacken. Die versuchen mir nur Angst zu machen. Und auch wenn ich versuche, das nicht an mich heranzulassen, nehme ich mich auf und kann spüren, wie mein Herz pumpt. Ich besorge mich ihre Nummer, um das zu klären. Und ich rufe sie an, sie machen erst noch unbeteiligt. Dann hab ich den Vater, die Mutter und auch den Hund beleidigt. Und während ich mal wieder nicht Herr meiner Fassung war, hörte ich hinter mir: Papa, was machst du da? Immer wenn die guten Geister mich verlassen haben und ich wieder mal die Regeln nicht beachtet habe. Immer wenn ich nicht so ganz erwachsen war, hör ich: Papa, was machst du da? Immer wenn ich all die bösen Sachen sag und es wieder einen Grund mich zu hassen gab. Immer wenn ich nicht so ganz erwachsen war, hör ich: Papa, was machst du da? Wenn ich heute meinen Job aufgebe, würde ich ihn morgen schon vermissen. Aber was mir nicht fehlen würde, wären Journalisten. Dieses Dreckspack, die gern würde ich so schein erwischen, weil sie es nicht lassen können, sich immer einfach einzumischen. Mich verfolgt diese Scheiße auch in ferne Länder. Wie der eine blonde Typ von diesem Fernsehsender. Ich weiß nicht warum, jedenfalls mag er mich nicht. Seine Berichterstattung ist immer ein Schlag ins